Deck haben wir schon weg und wir haben gerade mal den nochmal was. Ich weiß noch nicht ganz, was wir als Boden nehmen. Okay, müssen wir da ein bisschen abbauen. Ups, so, schon wieder besser. Ich glaube, wir nehmen dasselbe gleich noch mit als Boden. Mal Tropenholz auf den einen Texturpack, was ich vorhin drin hatte, ziemlich gut aus. Okay. Ja, freundliche Geselle. Jetzt ziehen wir erstmal hier weg. Wow. Ich dachte jetzt schon. Am besten noch was explodieren. Okay, das war nicht geplant, aber. Hauptsache, das Haus hat nichts abbekommen. Sagen, ist schon mal der Tag genug. Schon wieder an zu verbrennen. Das nenne ich doch mal Musik. Wenn dann nicht ein paar Herzen höher schlagen. Oder ein paar Fäuste. Weil denke ich, das war zu recht locker. Echt einmal chillige Arbeit, muss ich. Aha, ich glaube, das soll's echt doch nicht. Oder? Das wird knapp. Später, das ist Obsidian. Ja, und da sich dann verbaut, ey. Manchmal wird eine halbe Minute Abbau Spaß. Oder eine ganze Minute. Auf jeden Fall braucht es lang genug. Ein schönes Grundfeld. Auf jeden Fall haben wir ja Kirche noch zum Glück in der Nähe. So Bäumchen, Wasser. Ich denke, ein Baum reicht. Kleiner reicht auch. Lass mal wieder das Klettern lernen. Das ist ja aber auch.
brauchen wir noch so einen kleinen Schnipsel dabei haben. Das macht selbst, wenn man oben auf der Baumkrone ist, manchmal ziemlich effektiv. Ich denke, unser Futter müsste jetzt auch fertig sein. Dann bauen wir den ganzen Baum ab. So. Zweiter im Gelände. Wie gesagt, fehlt mir das Holz. Erstmal nicht. Da fehlt noch eins, aber egal. Jetzt machen wir erstmal die Ecken. So, 3 hoch. Ist das? Das muss dann nachher noch eins höher. Wir brauchen ungefähr die Höhe 4. Die Seite noch. Oh, ich glaube, der Stein reicht auf keinen Fall aus. Das Cobblestone. Der Cobblestone. Und da gehen wir jetzt nochmal ganz fix in die Mine. Die halbwegs improvisierte Mine. Ich würde mich freuen, wenn ich ungefähr so den Umriss mit leichten Vorstellungsgaben so, wie es euch gefällt.
letzte. Schade. Entdeckt euch sicherlich, warum hat er das nicht gleich am Anfang gemacht? Weil er hat einfach sehen wegen den Umwurf. Also was muss dann schon passen? Und es sollte auch wenigstens etwas gut aussehen. Da wo die Türen kommt noch so eine kleine Verzierung, das wird dann auch ein bisschen schwierig. Ups. Hier ist dann die Tür. Da müssen wir noch eins drauf machen. Es wird zwar schon langsam wieder dunkel. So. Okay, der kann ruhig sterben. Sowas hasse ich. Na, genau deswegen. Genau deswegen. Ich hasse Creeper. Stufen ja ganz gelassen. Okay, es ist sogar eine zu viel. Nicht wundern, das wird kein komplettes Haus aus Dings. Aber das ist das Eingangstor und das sollte schon ein bisschen schmuckvoll aussehen. Das brauchen wir meist Gott nicht dort. So.
Fenster rein. So. Die sind noch eigentlich absichtlich so groß. Also nicht wundern. Gerne mal solche Viererfenster, also diese 2x2. Ja, ich mag das sehr ausgeleuchtet. Für mich dann einfach ein bisschen roter. Lieber zu viel oder zu wenig. Dass wir hier die ganze Nacht hier wieder rumtrudeln. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, beziehungsweise Nacht, wann ihr euch auch immer das Video anguckt. Und wie gesagt, abgesehen von der Tür, ich hoffe, ihr werdet das Haus mögen. Ich würde mich freuen, wenn es fertig ist, bewerten. Und bis dann.